Moin aus Leer, ich bin Andreas und zeige euch heute das Kopieren von Heizprofilen in der Homatic IP App. Ja, ich habe hier schon ein System aufgesetzt, entsprechend Geräte der Raumklimalösung eingebracht, dadurch Räume erzeugt, die dann auch entsprechend bereits Heizprofile enthalten. Ich gehe hier mal entsprechend rein und zeige euch das mal einmal. Das ist hier zurück, genau, mehr Heizprofile in den Raum. Hier seht ihr, ist schon ein Heizprofil für den Raum definiert. Entsprechend könnte ich hier natürlich dann auch meine Tage einstellen, wie möchte ich den Montag haben und so weiter. Eine schöne Funktion ist natürlich zu sagen, ich muss nicht jeden Raum händisch programmieren. Zum Beispiel, ich möchte eine Woche durchgehend gleich heizen oder auch in der Woche etwas heizen, also werktags und am Wochenende etwas anderes. Dafür könnt ihr natürlich diese Einträge kopieren. Bei iOS, was ich hier jetzt verwende, geht das über einen Wisch nach links. Da kommt der Dialog Kopieren. Dann öffnet sich ein Auswahlfenster und ihr könnt hier selektiv sagen, wo möchte ich das jetzt einfügen. Jetzt seht ihr auch, werktags ist jetzt gleich, Wochenende weiterhin abweichend. Falls ihr Android-Nutzer seid, in diesem Fall geht das Wischen nach links nicht. Dort müsstet ihr diesen Eintrag lange mit einem Fingerdruck markieren. Oben erscheint dann so ein Kopiersymbol mit zwei Blättern. Da einmal draufklicken, ihr erhaltet entsprechend denselben Dialog und so könntet ihr das dann auch ausführen. Gehen wir einmal zurück in die Hauptansicht. Hier seht ihr, ich habe zwei Räume, jeweils nur ein Profil verfügbar. Das Homatic IP-System bietet euch aber auch die Möglichkeit, alternative Profile anzulegen, vielleicht für Schichtarbeit interessant. Das könnt ihr hier auf Sichtbarkeit bearbeiten gehen. Einmal auswählen, welche alternativen Profile möchte ich eventuell noch sehen. Das übernehme ich jetzt einmal. So hat jeder Raum jetzt zwei. Wenn ihr jetzt sagt, okay, einen Raum habe ich fertig, dies würde ich auch gerne auf einen anderen Raum kopieren, weil ihr zum Beispiel im Erdgeschoss Räume gleich heizt oder auch oben. Das könnt ihr natürlich auch. Hier würde dann der Wisch einmal in dieser Ansicht erfolgen, dann hier auf Kopieren gehen, entsprechend auswählen, wo möchte ich es denn hinkopieren, welchen Raum. Würde dies auch einmal mit dem Trick hier oben bestätigen. Das wird dann kopiert. Also dieses ist jetzt genau gleich, ja, falsches Profil, einmal hier auf das Standardprofil, wie auch mein anderer Raum. Bei Android, wie gesagt, nicht wischen nach links, sondern langer Druck, oben Kopiersymbol, der Dialog folgt genauso. Ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.